Willkommen zurück bei Halo Reach und wir machen gleich mal weiter. Wir sind hier mitten in der Schleichmission Dämmerung und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich Halo Reach gerade mal richtig zugute halten muss. Die haben die Mission nämlich um einiges abwechslungsreicher gestaltet als die anderen bisher. Also bei den anderen Teilen gab es immer ein gewisses Schema, sehr vielen Standardmissionen, auch mit Schleichen nicht allzu viel, und hier haben sie es halt wirklich mal einigermaßen implementiert. Und da habe ich gerade mal, glaube ich, wirklich einen Ultra platt gemacht mit einem Scharfschützengewehr. Wir sind in der Mission auch schon relativ weit vorangeschritten, deswegen muss man damit jetzt nicht mehr so geizen. Hier liegt auch nochmal Muni. Und ich sollte das auch mal so einstellen, dass man auch wirklich sehen kann, wie viel es ist. Also wir haben jetzt für das Scharfschützengewehr immer noch mehr Munition, als wir standardmäßig nehmen können. Also standardmäßig kann ich nochmal sagen, 20 Schuss Reservemunition plus das aktuelle Magazin. Mit 34 sind wir natürlich da schon mal deutlich drüber. So, hier mal wieder ein paar Guns erledigen. Wie gesagt, immer Kleinkram zuerst. Währenddessen die da hinten sich schon, wer weiß was, überlegen für uns und schon mal alle in Stellung gehen. Beziehungsweise hier schon mal eher Ringepiez spielen und einfach nur das Dach rauf und runter hüpfen. Naja. KI ist halt immer so eine Sache. Wobei ich die hier eigentlich schon ziemlich gut finde. Also ich habe auch mal gehört, hier vor allem was die ersten Halo-Teile anging. Einige, die halt bisher andere Spiele gespielt hatten, also Ego-Shooter-mäßig und so, die meinten dann bei Halo 1, als das rauskam, das wäre der erste Shooter, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass die ganzen Aliens und die ganzen Gegner einem auch wirklich ans Leder wollen. Dass es da sonst irgendwie bisher so, dass sie richtig Brain-AFK waren, also was. Was man bei den Viechern halt als Brain bezeichnen kann. So. Weiter geht's. Ich kann mal ein bisschen vorspulen. Und da wurde ich auch in mehreren Hinsichten überrascht. Ja, und das waren auch dann die Scharmützler. Und ich glaube, einfach verkochen. Ja. Weil in dem Gebäude auch generell noch ein Elite rumläuft. Und da muss man aufpassen. Scheinbar ist er jetzt gerade nicht hier, also es gibt da schon so mehr oder weniger Zufälle, dass sie halt manchmal da sind, manchmal nicht. Da kümmere ich mich halt um die anderen. Und ich kenne ja nur eine Art, mich zu kümmern, halt Kopfschuss. Ach, da haben wir einen Eliten und der ist scheinbar mit einem. Yep, der hat den Plasmawerfer. Und das ist ein ziemliches Problem, vor allem mit dieser kleinen Armee, die er mit sich mitführt. Die Granate war keine schlechte Idee, war halt nur schlecht umgesetzt in dem Falle. Allerdings, wenn der jetzt hier mit Runen im Nahkampf geht, ist auch kein Thema. Aber scheinbar. Ja, mit Kopfschuss hingekriegt. Da habe ich auch extra mal das Scharfschützengewehr für weggeschmissen. Ich hoffe mal, dass ich es wieder einsammle. Aber ich glaube. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so die beste Waffe wäre für diese Situation. Allerdings. Wie gesagt, sehr viel Muni sollte man nicht unbedingt liegen lassen. Und da habe ich es auch gerade wieder gesucht, ja. Sollte man sich unbedingt merken, wo man solche Waffen hinlegt. Vor allem, wenn hier zu viele Waffen rumlaufen, dann despawnen die auch irgendwann. Also das Ding kann schneller weg sein, als als es einem lieb ist. So, hier jetzt erstmal auf Schrotflinte gewechselt. Weil wir jetzt nämlich hier wieder mal eine sehr fiese Gegnerkombination haben. Wir haben wieder mal zwei Jäger. Und das ist noch nicht alles. Sie setzen hier auf der anderen Seite nämlich auch noch Eliten ab. Und zwar nicht irgendwelche Eliten, sondern unsichtbare. Und bevor ich jetzt anfange, mich um die Jäger zu kümmern, nehme ich mir natürlich erstmal die Eliten vor. Weil die mir sonst nämlich in den Rücken fallen. Und es ist auch ein bisschen blöd, weil die ja auch mehr oder weniger zufällig sind. Und man so nicht sagen kann, von welcher Seite die kommen. Das Ding habe ich jetzt auch nur gerade knapp überlebt. Hier war ein Medipack, das ich gleich mal aufgenommen habe und da kam mein nächstes. Das habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt. So, hier aufgeladen. Da kam der nächste. Und man sieht, da ist noch ein roter Punkt, also wahrscheinlich noch der dritte irgendwo oder einer der Jäger. Ich kann es jetzt alles nicht genau sagen. Ah. Ne, den habe ich gerade auch schon aus dem Augenwinkel mal gesehen. Es gab halt noch einen von den Schakalen.
Aber wir sind hier noch nicht fertig. Vor allem nicht mit den Jägern. Also ich glaube, Jun, der wird da auch mit den Dingern nicht allzu viel anfangen können. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und wir gehen deswegen auf der Suche nach dem letzten Eliten. Dann haben wir hier oben nämlich alles sicher und können uns da unten um die Jäger kümmern. Aber scheinbar habe ich einen anderen Plan. Ich habe nämlich sofort mal diese Waffe geschnappt. Und gehe damit auf die auf die Jäger los. Aber ich versuche es zumindest. Ist natürlich eine gute Idee, jetzt zu versuchen, einen anders Platz zu machen. Da kann man die ganze Munition auf den anderen verballern. Weil es wird auch recht viel Munition brauchen. Und vor allem, wenn er so zu einem steht, da kann man das auch sehr gut machen. Also dem habe ich jetzt schon ordentlich wehgetan. Und er weiß auch nicht mal, was los ist. Okay, jetzt weiß das und das ist nicht gut. Was mich jetzt natürlich beschäftigt, ist die Frage, wo ist der letzte Elite? Hat den schon ein anderer erledigt? Also hat den Jun schon erledigt? Ist er irgendwie in einer ganz fiesen Ecke? Und ich kann auch mal kurz zeigen, was ich in einer anderen Mission schon mal angedeutet habe. Es kann sein, dass man denen hier quasi das Rückenschild wegsprengt. Und dann hat man natürlich hier den ganzen Rücken frei. Und genau so sieht das aus. So. Der erste ist weg. Und da ist der zweite. Und dem 100 Pro, der kriegt jetzt die volle Salve 4 von den Dingern ab. Und ich glaube, einer ist direkt vor mir explodiert, aber das macht nichts. Wo sind die anderen hin? So, das fällt hier jetzt gerne nochmal aus einer anderen Perspektive, weil ich glaube, da ist einiges schief gegangen. So, da oben bin ich. Ach, die sind alle da explodiert. Das ist natürlich sehr praktisch. Ist ja nicht so, dass die Munition nicht eh schon arg begrenzt wäre. Also das hat mir jetzt mal ungefähr gar nichts gebracht. Also andere Taktik. Weiter mit einem Scharfschützengewehr. Oder wahrscheinlich jetzt auch mit einer anderen Waffe noch. Ja, es hat ihn aber schon mal den Arsch weggesprengt. Also hier den Rückenschild. Am Arsch arbeiten wir ja noch ein bisschen. Und ich habe mein DMR. Das ist so das Wichtigste an dem Ganzen. Und ich weiß immer noch nicht, wo dieser letzte Elite hin ist. Recon Bravo to Noble 2. Charge placed. Somewhere inconspicuous, I hope? Stuck it inside the Bylon's power supply. Alright, keep pushing into the dark zone. Command wants to know what the Covenant are hiding. Ich werde mal eine kurze Runde drehen hier, weil das wundert mich jetzt wirklich. Der hat doch gerade 100 pro 3 Leute abgesetzt. Ist da irgendwie einer vorne noch krepiert oder so? Also normalerweise latschen die an wer weiß wie in dieses Gebäude rein. Weil hier liegen nur zwei. Die habe ich ja erlebt, das hat man ja gesehen. Aber wo ist der dritte? Das finde ich jetzt echt ein bisschen verdächtig bei der ganzen Geschichte. Also irgendwas muss hier noch abgelaufen sein. Das würde ich einfach mal sagen, Jun hat den erwischt, wird wohl sein Abschluss gewesen sein. Und jetzt dürfen wir auch endlich mal weiter. Und zwar genau durch dieses Tor und das sollen die jetzt auch mal öffnen. Es kann übrigens, glaube ich, mal sein, dass durch irgendeinen blöden Zufall oder so Jun von der Kante geschlagen wird. Und da hat man ein richtiges Problem, da kommt man glaube ich nicht mehr weiter. Irgendwann hatte ich das sogar mal. Und hier am besten erstmal wieder zurückhalten, weil das ist jetzt auch wieder eine Stelle, die ist richtig schlimm. Also diese ganze Mission, ab hier wird es nämlich erstmal richtig schlimm mit dem Schwierigkeitsgrad. Man hat ja schon gemerkt, dass ich jetzt in den letzten Missionen häufiger gestorben bin als in der ersten, weil das war wirklich nur Geplänkel. Das war nur zum Aufwärmen und das hier ist jetzt so das Richtige. Worauf es heute auch hinausläuft vom Schwierigkeitsgrad. Wobei ich mal Reach vorher auch wieder mal großer Pluspunkt sagen muss. Es ist vom dem ganzen Schwierigkeitsgrad deutlich fairer als alle anderen Teile.
Also habe ich zumindest das Gefühl. Die anderen Teile sind auch nicht so präzise von der Steuerung her. Also mit den ganzen Kopfschüssen, was man hier macht, ist da nicht so. Also vor allem Teil 1 ist da sehr sturmgewehrlastig. Also die Waffe, die ich quasi hier in jeder Mission, wo ich sie habe, möglichst schnell wegschmeiße, die nimmt man in den anderen Teilen. Da haben wir übrigens noch ein neues Geschütz, aber das kann ich später noch zeigen, weil das wird noch häufiger jetzt kommen. Da haben wir noch Nachschubmunition. This one's mine. Switch it, Commander. Mehrere Eliten rennen hier rum, auch hinterm Hügel. Also das ist noch eine Stelle, die geht noch recht weit. Und auf alle Fälle von der Präzision her ist Reach einsame Spitze. Also diese erhöhte Spielgeschwindigkeit habe ich am Anfang gar nicht so gemocht. Auch nicht, dass das Spiel mittlerweile schon todernst ist, was die ersten Teile der Serie überhaupt nicht waren. Aber irgendwie so an sich ist das sehr stimmig, finde ich. Von daher auch ja, an sich irgendwo total klasse gemacht. Und auch mit der ganzen, also jetzt nicht nur die Präzision, sondern auch wie die Gegner halt eingestellt sind. Es ist sehr schwer stellenweise, aber es ist irgendwo noch fair gemacht. Es ist erfordernd, aber man kann es auf alle Fälle schaffen, was ich hier auch mit dem Commentary mehr oder weniger beweisen will. Wobei es da wahrscheinlich auch Leute gibt, die ja deutlich besser durchgekommen sind. Ich spule mal ein bisschen vor, weil irgendwie, okay, ein bisschen was räume ich hier trotzdem noch ab. Also es ist auf alle Fälle ziemlich geil gemacht, auch von der Gesamtperformance. Dass man es wirklich machen kann. Und das hatte ich bei einigen anderen Teilen auf heldenhaft oder sogar schon auf normal das Gefühl, wie willst du das denn auf einem höheren Schwierigkeitsgrad toppen? Und ich zeige mal eben dieses Geschütz. Das sind stationäre Geschütze, die kann man auch im Multiplayer aufstellen. Und die gibt es hier in der Kampagne in zwei Varianten. Einmal mit den Plasmawerfern, wie wir sie hier haben. Und später noch als Granatwerfer. Und man muss sagen, der beste Weg, den Schützen auszuschalten, ist eigentlich, wenn das Ding direkt auf einen feuert. Weil man dann nämlich. Ich kann das mal zeigen, wenn er jetzt hier gleich mal feuert, weil das wird er mit Sicherheit. Sofern ich ihn dann nicht raushole. So, weil da hat man nämlich genau diese Ansicht. Und so kann man am saubersten Kopfschuss platzieren. Aber da muss natürlich schnell sein, weil sonst diese Dinger, die reißen einen in Stücke. So wie man hier schon gesehen hat. Das hat nicht lange gedauert, da war ich schon ziemlich kaputt. Und ich glaube, die Granate, die ist sogar. Ich werde das mal jetzt nochmal hier aus der Perspektive zeigen. Die ist sogar so nah rangeflogen, dass er vor Schreck da rausgesprungen ist. Hätte ihm zwar nicht wirklich wehgetan, aber der Gedanke zählt. Vor allem sein Gedanke, oh Scheiße, da muss ich weg. Das ist das Ding, was dabei zählt. Also da muss man schon. Keine Ahnung. Es war ein Glückswurf. Und das Blöde bei den Dingern ist auch, solange da Gegner rumlaufen, wird das Ding natürlich auch mal wieder neu besetzt. Es sei denn, man macht es richtig kaputt. Das kann man mit einigen Scharfschützen, was momentan ist, für mich keine Option ist, weil ich das Scharfschützengewehr scheinbar gerade ausgetauscht habe. Ist allerdings auch bei diesem Punkt ein bisschen problematisch, was nimmt man nun, weil irgendwie sind. Hier bräuchte ich mal echt die dritte Waffe. Hat man nicht immer, also muss man mitleben, was man kriegen kann. So, ich bin hier gerade auch am Überlegen, wie ich vorgehe. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das jetzt so auszahlt, meine Überlegung hier Scharfschützengewehr und Plasmapistole zu nehmen. Ein Eliten habe ich schon mal so weggesnipert. Der andere steht jetzt hier eigentlich. Eigentlich ist das eine Einladung, so wie er da steht. Wer weiß, worauf ich da gerade gezählt habe, also irgendwie. Naja. Ich glaube, da hole ich gerade erstmal neue Munition, das kann man ein bisschen beschleunigen. Weil hier da vorne war halt noch diese Waffenkiste mit noch ein paar Scharfschützengewehren, also für Munitionsnachschub ist hier auf alle Fälle gesorgt. So, da muss ich jetzt anschleichen, da war ich gerade nicht ganz so vorsichtig, wie sein sollte. Weil hier hat es auch wieder einen Eliten, den ich gerade weggepustet habe.
Mit dem Strahlengewehr, also wie diesem Alien-Scharfschützengewehr mehr oder weniger. Das fand ich auch schade, weil das alte Strahlengewehr funktioniert nämlich deutlich anders. Es hatte dann nämlich einen kurzen Schussimpuls abgegeben, der auch kopfschussmäßig was machen konnte und halt auch von der Stärke her ungefähr so war wie das normale Scharfschützengewehr, nur halt ohne Nachladen und dafür mit Überhitzen und einer beschränkten Batterie irgendwo. Also durchaus Vor- und Nachteile, aber miteinander vergleichbar. Denn diese Waffe jetzt hier vollkommen eigenständig ist, mehr oder weniger. Es gab früher noch einen anderen Strahler, der halt so einen permanenten Laserstrahl abgegeben hat. Der war allerdings nicht mit einem Zielfernrohr. Also ich würde quasi das neue Scharfschützengewehr eher als erweiterte Variante von dem Ding sehen, als wirklich als Scharfschützengewehr. Weil irgendwie, was ist schon ein Scharfschützengewehr, mit dem man keinen Kopfschuss machen kann? So, hier haben wir das letzte Geschütz, diesmal sogar mit dem Eliten dran, also mit dem Ultra. Und schlimmer geht's ja nicht. So, hier bin ich auch mehr oder weniger am rumexperimentieren. Also das ist auch so eine Stelle, wo ich immer hin und her gucke und einfach aus jeder Position versuche, einen guten Schuss abzugeben, weil irgendwie so generell klappt das nicht unbedingt immer. Und man ist ja auch ziemlich schnell tot, wenn man von der falschen Ecke angreift und dann irgendwie mehrere Gegner vor sich hat. Also hier kann man sich wirklich nur durchbeißen. Da habe ich auch keine richtige Taktik für. Ist einfach zusehen, dass man es irgendwie hinkriegt. So, dann schon mal den nächsten Hügel eingenommen. Wieder mit einem Geschütz drauf. Aber eins ist halt, wie ich gerade schon gezeigt habe, noch vor uns. Und hier hat es auch halt auch hin und wieder mal ein paar Leichen mit neuer Munition und ja, hier Medipack und so. So, hier gerade mal am Überlegen, dass ich ein paar gute Schüsse hinkriege, den einen oder anderen Gegner schon erledige und der hat mich, glaube ich, auch kalt erwischt. Allerdings, Gott sei Dank, dann noch nicht erkannt. Also, Unsichtbarkeit ist doch zu einigen gut hier. Die brauchen wir auch unbedingt in dieser Mission. Zumindest auf den Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, wie das ist. Da kann man bestimmt auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad auch einfach so weghauen. Aber hier, so wie ich das mache, also auf dem Schwierigkeitsgrad, sollte man schon definitiv vorsichtig vorgehen. So, ich bin jetzt hier mehr oder weniger am Abwarten, was hier so passiert, ob da sich irgendwas Günstiges ergibt. Und da mal ein Eliten anvisiert, zack, erledigt. So, hier mal wieder mit Nachtsicht unterwegs, also was sich hier in der Mission ja sowieso anbietet. June badet gerade mal wieder im Feindesfeuer. Jedem das seine, er kann's ja. Und ja, das könnte. Oh ja, das war gut. Das ist nämlich so eine Sache, wenn die in einem Fahrzeug drin sitzen, dann nützt denen auch das stärkste Schild nicht mehr. Dann sind die weg. Da kam er auch nicht mehr gut genug raus. Man sieht, er will noch abspringen. Aber das war zu spät. Ein gleißender Feuerball, das Schild, kann er vergessen. Genau wie das ganze Geschütz. Und das ist eigentlich ein durchschlagender Erfolg, weil da setzt jetzt auch kein anderer mehr rein. So, nächster Gegner, nächster Kopfschuss. Lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ah. Erstmal wieder Schild anschwächen, da braucht man eigentlich gar nicht auf den Kopf schießen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und ja, das sind jetzt so mehr oder weniger Fehlschüsse, aber irgendwie, das sind die letzten Gegner, da braucht man auch nicht mehr wirklich darauf achten. So, erledigt. Gleich ein Kontrollpunkt dazu, das ist immer wunderbar. Also einige Kontrollpunkte werden scheinbar auch durch das Erledigen bestimmter Gegner bestimmt. Solid copy. Don't stop now. Wobei ich jetzt durchaus schon mal hatte, dass mich einige Kontrollpunkte in einer Situation erwischt haben, wo quasi, sagen wir mal, 2 Sekunden später eine Granate einschlägt oder so. Es wäre eigentlich mal nicht schlecht, wenn sie das so einstellen würde, dass man 2 Kontrollpunkte einwählen kann. Quasi den vorletzten und den letzten. So, hier erstmal noch eine neue Waffe aufgenommen, das Nadelgewehr, was halt quasi das Pendant zum DMR ist. Keine Ahnung, warum ich das genommen habe, ist mehr oder weniger das Verfahren, das ist an dieser Stelle eigentlich egal.
Wobei ich hier scheinbar auch schon wieder ein bisschen zu übermütig bin. Es sind zwar nur noch so zwei, drei Gegner, aber die können einen trotzdem erledigen. John haut hier was weg, ich hau hier was weg. Und dann hat sich das auch. Da hat man auch gerade nochmal eine Nadelexplosion gehabt, aber egal. Das war's nämlich mit der Mission. Wir haben es geschafft. Es war eine Spähmission und jetzt kriegen wir nämlich genau die Bilder, die wir haben wollten. Und zwar von einer feindlichen Landungszone. Auf Reach. Jackpot. Transmitting visual. You've seen this, Cat? Confirmed. Receiving Nova 3 and Nova 6 live visual of a Covenant strike force. It's no strike force. It's an invading army. If we're gonna smother this thing, we need to go in hard and fast. Agreed. All recon teams disengage and fall back. Sun will be up in a few hours, and it's going to be a very busy day. Ja, und damit haben wir es geschafft. Wir haben zum einen eine Invasionsarmee entdeckt, die vorher scheinbar unterm Radar operiert hat, halt auch durch diese Störsender. Und wir haben auch einen von diesen Störsendern vermint, sodass wir sie in der nächsten Mission wahrscheinlich dann fernzünden können. Und die nächste Mission, das wird auch wieder ein Hammer, aber ich würde mal sagen, das kommt erst im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.